Hast du wirklich überall nachgesehen? Aber hältst du mich für bescheuert? Natürlich. Ha! Ich hab ihn! Wo war er denn? Hosentasche. Ist auch total abwegig, in der Hosentasche nach dem Schlüssel zu suchen. Ey, ist eine neue Hose. Die hat hier neben der großen noch so eine kleine. Kann ich doch nicht wissen, dass der... Da war er! Was führt dich nach Lyon? Freundin. So ähnlich ist es bei mir auch. Also um ehrlich zu sein, im Moment ist das Geld meine beste Freundin. Oder besser gesagt, dieses Baby hier, was ich bald zu viel Geld machen werde. Erzähl mir doch noch ein bisschen was über deine Freundin. Ja, sie ist so eine richtige, rassige, spanische Schönheit. Okay, da wären wir. Ja. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ja, stimmt. Ciao. Ja. Es gab kein Geschäft und es gibt auch keinen Koffer voller Geld. Der Kunde hat mich hängen lassen. Was hattest du überhaupt mit in der Nacht hier verloren? Ich dachte, du wolltest zu deiner Spanierin. Sie war nicht da. Wo ist sie denn? In Spanien. Und jetzt? Fährst du hinterher? Wie soll ich denn da runterkommen? Wie wär's mit mir? Ich habe jetzt eh eine Woche Urlaub. Und dieses Auto an der Backe. Wir müssen übrigens bald tanken. Habe ich alles im Blick, Frankie. Geh noch mein Auto. Was ist denn los? Weißt du, was dein Problem ist? Du beschwerst dich zu viel. Mal guck dich doch mal um. Diese Landschaft, wir zwei mittendrin. Okay, probier's mal. Oh, schöne Bäume. Wahnsinn. Hm. Oh, und diese Strommasten. Wunderschön. Hey, Chef, alles klar bei dir? Ich habe gerade meinen Job verloren. Jahrelang rackert man sich für diesen Laden den Arsch ab. Mann, du hast halt einfach nur eine Pechsträhne. Und außerdem hast du doch selbst gesagt, dass wenn man ein Ziel hat, dann kann man es auch erreichen. Sag mal, Alter, hast du sie noch alle? Kannst du nicht einfach mit Auto nehmen und in der Weltgeschichte rumfahren? Diesen Wagen fahr ich. Den lass ich mir nicht durch irgendeinen Studenten zu Schrott fahren. Ob mit oder ohne dich. Ich komm schon zu meiner Freundin. Dann hau doch ab. Geh doch. Ich sag immer, es ist egal, was du einer Frau sagst. Es kommt auf ein, wie du es sagst. Das heißt also, du kannst hier jede abschleppen, einfach nur, weil du so eine überzeugende Art hast. Beweis es.